Ich bin der Flamur Schalemmer und am Montag, den 15. November 2021. Thema integrieren. Wir gehen von minus 3 bis 0. Funktion f von x nach x integriert. Das ist x plus 5 integriert. Also wir müssen es noch integrieren, die Funktion. Und sobald wir sie integriert haben, schauen wir sie im Intervall von minus 3 bis 0 an. Also haben wir hier 1 Zweitel. Also wir schauen sie an von f an Standfunktion an der Stelle 0 minus Standfunktion an der Stelle minus 3. Und das ist dann 1 Zweitel hoch 1 Zweitel mal 0 Quadrat plus 5 mal 0. Minus 1 Zweitel mal minus 3 im Quadrat plus 5 mal minus 3. Und das geht 0 plus 0 minus, und dann haben wir dann 1 Zweitel. Minus 3 mal minus 3 ist 9. Und 5 mal minus 3 ist minus 15. Dann haben wir 0 minus, und auf der anderen Seite haben wir 1 Zweitel mal 9, das ist 4,5 minus 15. Dann haben wir also 0 minus 11,5 minus minus 11,5. Und das geht dann 0 plus 11,5. Also 11,5. Das ist der Integral. Wir können hier das i ansetzen. Heißt also, dass das Nettofläche ist. Was bedeutet nochmal Nettofläche? Das ist der Unterschied zwischen der Fläche oberhalb der x-Achse und der unterhalb der x-Achse. Unterschied bedeutet, wir können oben dran 111,5 haben und unten dran 100. Wir können oben dran 211,5 haben, unten dran nur 200. Einfach die Differenz, die ist 11,5. Zugunsten von oberhalb der x-Achse. Zur Fläche oberhalb der x-Achse. Ist jetzt das auch gerade gleich Flächeninhalt, ist die Frage. Und da haben wir die Antwort. Falls die Gesamtfläche oberhalb von der x-Achse ist, dann ist die Nettofläche, also der Flächenunterschied von oberhalb von der x-Achse und unterhalb von der x-Achse, auch gleichzeitig die Fläche, der Flächeninhalt, sonst eben nicht. Wie können wir das anschauen? Wir können uns sagen, wir skizzieren kurz den Graph, das haben wir jetzt hier schon gemacht, von minus 3 bis 0, das sind wir da, minus 3. Minus 3 bis 0. Zwischen x plus 5 und der x-Achse. Die Gesamtfläche ist oberhalb der x-Achse. Also gilt auch Nettofläche gleich Flächeninhalt. Wenn wir die Stammfunktion in Betracht ziehen, oder wenn wir die Stammfunktion zur Unterstützung heranziehend, dann gehen wir hier bei der Obergrenze, das ist hier 0, dann gehen wir rauf und dann merken wir, hier oben sind wir bei 0. Und wir gehen bei minus 3 auch drauf zur Stammfläche, nicht zur Stammfläche, sondern zur Stammfunktion, und lesen nachher hier bei der y-Achse ab. Wir sind hier unterhalb von der x-Achse von der Stammfläche. Und wo sind wir dort? Dort sind wir bei minus 3 eingesetzt, das ist das hier. Da
von der zweiten Term, und zwar da, solange noch eine Klammer ist. Minus 11,5 also. Ich habe das Gefühl, das stimmt nicht. Das ist 10,5. Hm? 4,5 minus 10,5. Noch eins. 4,5 minus 15, muss ich rechnen. Das ist minus 10,5, nicht minus 11,5. Das habe ich jetzt noch falsch gerechnet vorher. Also Integral gleich, Nettofläche gleich, Fläche gleich 10,5. Und da sind wir dann aber bei minus 10,5. Wie wird die Integral berechnet? Da wird eben so gerechnet, dass man dann hat Integral von minus 3 bis 0. Und dann haben wir Stammfläche, an der Stelle 0, minus Stammfläche, an der Stelle minus 3 und Stammfläche, an der Stelle 0. Nicht Stammfläche, die Stammfunktion an der Stelle 0 ist gleich 0 minus die Stammfunktion an der Stelle minus 3. Das ist minus 10,5. Dann nehmen wir da 0 plus 10,5. Also 10,5.